Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, wie auch den Platin-Livestream und natürlich auch den Platin-Guide. Heute dreht sich aber alles um... Checkt auf jeden Fall auch gern dieses Video aus. Das war das letzte, was ich zu Spider-Man 2 dazu gemacht habe. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Und checkt natürlich auch gern dieses Video aus. Das ist ein Content zu einem anderen AAA-Blockbuster auf meinem Kanal. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, Semper Fi und let's do it. Nach dem Intro geht's los. This is the future. This is the future. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem kleinen Video Spider-Man 2, mein Fazitvideo zu diesem, ja, doch ziemlich guten Spiel. Dennoch fangen wir mit Preis-Leistung an. Ich habe insgesamt 37 Stunden für 100% gebraucht und ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Müsst ihr euch überlegen. Also knapp 30 Stunden seid ihr definitiv durch. Ja, das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Kurze Story für 80 Euro müsst ihr euch überlegen. Das nächste ist das Gameplay. Das Gameplay an sich ist super flüssig. Mittlerweile das Fliegen eingebaut, das Schwingen. Also es ist alles eine Verbesserung, definitiv. Was ich aber hatte, ich hatte insgesamt 7 Abstürze meiner PlayStation 5. Und ich hatte 2 kleine Glitches. Und darüber hinaus war... Ja, wie soll ich sagen, was mich sehr, sehr aufgeregt hat, mitten in einer Cutscene, ja, ist mir die PlayStation einfach abgestürzt. Da ging es nicht weiter. Ich hatte also ein Black Screen und das war gar nicht so gut. Ja, zur Story muss ich sagen, die Story ist auch okay. Sie könnte besser sein, sie ist okay. Es gibt keine großen Story-Wendungen und sonst irgendetwas. Wobei mir eines da aufgefallen ist, dass Miles Morales, also diese Story-Entwicklung von ihm, diese Persönlichkeitsentwicklung, richtig, richtig gut geschrieben ist. Peter ist halt Peter, alles klar. Also wer sich mit den Comics auskennt, bekommt nicht wirklich etwas Neues. Und dennoch treibt die Story auch die Persönlichkeitsentwicklung voran. Und was ich dabei auch wieder gut finde, ist, dass ich... Spider-Man 2 wirklich auch Zeit nimmt für die persönliche Weiterentwicklung von Peter, von May und wie sie alle heißen, also von den ganzen, ja, Heldinnen und Helden in diesem Spiel. Nochmal ganz kurz zurück zum Gameplay. Da gibt es nämlich noch einen kleinen Negativpunkt in den ganzen, ja, wir boxen uns vor die Rübe, kann es schnell dazu führen, dass man komplett den Überblick verliert, weil man kann keinen Gegner wirklich fokussieren. Aber letztendlich ist es super, super flüssig. Also Gameplay ist ein ganz, ganz großer positiver Punkt. Die Story, wie gesagt, ist auch nochmal ein positiver Punkt. Ich möchte das Video auch ziemlich kurz halten. Und das bringt mich nachher auch zu meinem Fazit. Vom Gameplay muss ich ganz ehrlich sagen, 9 von 10 Punkten. Keine Frage. Preis-Leistung. Aus meiner persönlichen Sicht sind 80 Euro für 30 Stunden ganz schön knackig. Ja, weil 80 Euro sind 80 Euro, Halleluja, Schwester. Und dafür kriegt man aber ein gut poliertes und sauberes Spiel. Wie gesagt, 5 Abstürze ist okay, das ist für mich immer noch im Rahmen. Und wie soll ich sagen, es ist ein rundes Spiel, es ist komplett poliert, es ist ein rundes Spiel, also es ist okay, auch für diesen Preis in dem Gesamtpaket. Dann noch zum Schluss, es gibt so 3, 4, 5 Teaser, auf die ich hier aber nicht näher eingehe. Und diese Teaser, da werden neue Bösewichte, alte Bösewichte werden angeteasert. Also es wird definitiv mindestens ein DLC geben, aber auf jeden Fall einen dritten Teil. Also Preis-Leistung, jeder selber entscheiden, Gameplay 9 von 10 Punkten, Story 7 von 10 Punkten. Mein gesamtes Fazit ist wirklich... Naja, eine 8,5 von 10 Punkten, wenn ich Punkte vergeben würde.
Und letztendlich lasst mir gerne ein Däumchen oben da, wenn euch das gefällt. Alle Platins, alle Trophäen bei mir im Livestream und in meinen Videos. Also checkt sie definitiv aus. Und wie sage ich immer so schön, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt gesund und Semper Fi. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.